Ja, liebe Gäste, ich darf Sie herzlich hier begrüßen. Zum wiederholten Mal hier in dieser wunderschönen Klavierfabrik, dieser Pianofabrik hier in Leonberg. Ich glaube, dass das ein Raum ist, der wunderbar zur FDP passt, der Dr. Pfeiffer. Ein Mittelständler, der hier normalerweise auch harmonische Klänge zum Besten geben lässt. Das passt wunderbar zu uns und deswegen haben wir auch nicht lange gefackelt, als Sie uns signalisiert haben, dass das möglich wäre, heute hierher zu kommen. Und ich darf Sie alle sehr herzlich hier begrüßen. Wir haben einen der Höhepunkte unseres Wahlkampfes, wenn nicht den Höhepunkt. Letztes Mal war Rainer Brüderle in Herrenberg. Heute kommt er nach Leonberg. Es ist für uns eine große Freude, lieber Rainer Brüderle. Ich weiß, was es bedeutet, Spitzenkandidat zu sein, für ganz Deutschland zuständig zu sein. Es sind auch noch Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Es ist ein enormes Programm. Umso mehr freuen wir uns, dass du heute Abend hier in Leonberg bist. Herzlich willkommen. Leonberg ist ja nicht nur die Stadt, die häufiger schon, auch beim letzten Mal, die Stadt in Baden-Württemberg, die das beste FDP-Zweitstimmenergebnis geliefert hat. Es gibt kleinere Gemeinden, die besser waren, aber unter den Städten in Baden-Württemberg ist Leonberg ganz vorne. Das hat natürlich auch mit der hervorragenden Arbeit hier vor Ort zu tun. Udo Gassmeier als Vorsitzender der FDP hier in Leonberg, dem ich danken darf, auch dem Ortsverband, dem ich danken darf. Es ist jedenfalls eine Stadt, in der wir uns immer besonders gut gestellt haben und deswegen war für uns auch klar, mit dem Spitzenkandidaten müssen wir mal nach Leonberg. Das hat heute geklappt. Leonberg, können Sie schon sehen, dass die Politik der Bundesregierung der letzten 4 Jahre gewirkt hat. Ja, Sie können zum Beispiel sehen, dass es hier Autos gibt, die fahren mit dem Kennzeichen Leo rum. Ja, das war etwas, was die Bundesregierung für Sie eingeführt hat. Ist eine Marke, die ja auch positiv besetzt ist in Leonberg. Das ist aber natürlich eher eine kleinere Sache oder ein Randaspekt. Aber wir sehen übrigens auch, dass die Bürger das durchaus auch annehmen und nutzen. Und dass man da eben auch für eine Stadt, für einen Lebensraum mit einer positiven Marke und Leo ist ja wirklich auch ein sympathischer Begriff, Werbung machen kann. Auch das haben wir geleistet, allerdings ist das sicherlich nicht das Wichtigste. Leo, das erinnert einen auch an den Löwen und wir wissen auch, dass wir die nächsten 30 Tage, so lange dauert es noch bis zur Bundestagswahl, kämpfen müssen. Also der Löwe als Vorbild auch für die FDP. Wie Sie haben gesehen in den letzten Wochen, wir liegen gut in der Kurve, wir sind besser im Rennen als vorher. Wir nehmen an Geschwindigkeit, an Fahrt auf. Wir stehen besser da. Wir haben auch die Chance, die Regierung fortzusetzen. Und jetzt wird 30 Tage gekämpft. Auch das spricht dafür, den Rainer Brüderle, einen unserer größten Kämpfer, hier heute einzuladen und mit Ihnen zusammen dafür zu trommeln, dass die FDP gut abschneidet in 30 Tagen. Wir haben in Leonberg, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir hier auch immer wieder gut abschneiden, eine engagierte Bürgerschaft mit vor allem mit unheimlich vielen Menschen, die sich auch mit der Stadt identifizieren, die sich einbringen. Herr Bürgermeister von der Heide ist da, auch Sie darf ich herzlich begrüßen. Wir haben eine starke Bürgerschaft und wir haben auch gerade für die ehrenamtlich Aktiven in Deutschland eine Menge getan. Wir haben mit dem Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes, das seit diesem Jahr gilt, die größte Entlastung für die ehrenamtlich Tätigen und Vereine beschlossen in den letzten Jahren in Deutschland. Da geht es um Haftung von Ehrenamtlichen, da geht es aber auch um steuerliche Vorschriften. Also wir haben was dafür getan, dass Menschen, die sich einbringen wollen, das möglichst leicht gemacht bekommen. Und auch das ist etwas, was wir in den letzten 4 Jahren geleistet haben. Glaube ich, gerade in Leonberg, gerade in einer Region wie hier, etwas, was wichtig ist und was auch ankommt. Wir haben aber auch eine starke Wirtschaft, gerade hier, besonders stark mittelständisch geprägt. Mittelstand, eine Gruppe, die auch unserem Spitzenkandidaten Rainer Brüderle seit Jahrzehnten am Herzen liegt und für die er kämpft. Für die er auch als Wirtschaftsminister gekämpft hat, jetzt als Fraktionsvorsitzender und auch als Spitzenkandidat. Wir haben, wie man sieht, hier in diesen Räumen eben auch neben den tollen Autos und Maschinen und anderen Dingen, die wir bauen können, auch Dinge fürs Herz und für die Seele, die man hier kaufen kann, die wir hier herstellen. Also eine gute Mischung. Aber es muss natürlich auch so bleiben und auch darum geht es bei der Bundestagswahl in 30 Tagen, ob der Mittelstand, ob unsere Familienunternehmen auch in Zukunft noch die Bedingungen vorfinden, dass das Ganze so gut funktioniert. Und das ist doch das, was unserer Gesellschaft Stabilität gibt. Das sind die, die hier bleiben, die hier am Standort sind, die hier sich in die Gesellschaft einbringen, engagieren, die nicht einfach abhauen, Produktion verlagern. Und das ist was, was wir hüten müssen. Deswegen wäre es auch das Schlimmste, was man machen könnte, wenn man ausgerechnet für die Familienunternehmen, für die Selbstständigen, für das Handwerk und für den Mittelstand
Substanzsteuern einführt, die denen das wegnehmen, was da ist, die unabhängig davon, wie gut das Unternehmen läuft, die Substanz dem Unternehmen entziehen, dass nicht mehr investiert werden kann, dass man irgendwie überlegen muss, wo man das Geld noch herbringt. Wir stehen als FDP ganz klar dafür, dass unsere Familienunternehmen gestärkt werden, nicht geschwächt werden. Und auch darüber entscheiden Sie in 30 Tagen. Wir haben in Deutschland insgesamt einen Vorteil neben dem starken Mittelstand, den es in vielen anderen Ländern, denen es oft auch schlechter geht wirtschaftlich, nicht so gibt. Wir haben einen anderen Vorteil, und das ist, dass wir eben auch neben viel Forschung und Entwicklung, die wir hier im Kreis machen. Dieser Landkreis hier ist der mit dem höchsten Anteil an Beschäftigten im Bereich Forschung und Entwicklung in ganz Deutschland. Aber wir haben neben Forschung und Entwicklung eben auch geschafft, dass wir Produktion hier behalten. Dass eben das nicht nur entwickelt wird hier, sondern dass man es auch vor Ort noch herstellt und fertig. Das ist, glaube ich, wichtig einerseits für die soziale Balance einer Gesellschaft, dass es eben Arbeitsplätze gibt für unterschiedlichste Talente, für unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Begabungen. Aber ich glaube, dass auch beides miteinander zusammenhängt. Wenn vor Ort nichts mehr hergestellt wird, ist es vielleicht auch nicht mehr so sinnvoll, vor Ort zu entwickeln. Wenn vor Ort nicht mehr entwickelt wird, wird vielleicht auch vor Ort nicht mehr hergestellt. Also die Dinge hängen zusammen. Und deshalb macht mir Sorge, dass wir in Deutschland schleichend einen Prozess haben, dass Produktion teurer wird, dass Produktion unattraktiver wird. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, vor allem im Bereich der Energiepreise. Wenn das so weitergeht, wenn wir noch ein paar Jahre tatenlos zusehen, wie die Energiepreise für Unternehmen sich immer weiter nach oben entwickeln, dann werden wir schleichend Produktion aus Deutschland verlieren. Und dann geht mehr weg als nur die Produktion, die ist wichtig genug, dann geht eben auch Entwicklung, dann geht das technische Wissen, das wir haben, dann geht ein guter Stück unseres Wohlstands. Und deshalb muss es eine Aufgabe sein, der nächsten Bundesregierung, des nächsten Bundestages, etwas gegen den stetigen, rasanten Anstieg der Strompreise zu tun. Betrifft die privaten Haushalte auch für die wird das immer teurer, aber es betrifft eben auch die Wertschöpfung, die produzierenden Gewerbe, egal ob kleine oder große oder mittlere, die müssen wir entlasten von Stromkosten, ansonsten erleben wir schleichend einen Verlust unseres Wohlstandes und auch darüber entscheiden Sie in 30 Tagen. Wir haben in Baden-Böblingen hier im Landkreis Böblingen eine weitere Spitzenstellung, und zwar Nummer 1 in Deutschland, das ist beim Export. Nun ist Deutschland generell ein exportstarkes Land, aber der Landkreis Böblingen exportiert 70% seiner Produktion. 70%, also über zwei Drittel, gehen ins Ausland, ins Europäische, genauso wie ins außereuropäische Ausland. Und kein Landkreis in Deutschland hat einen so hohen Anteil am Export. Und deswegen müssen wir ein Interesse haben, einerseits daran, dass wir unsere Nachbarschaft, dass wir die Krise in unserer Nachbarschaft in den Griff bekommen. Wenn das dort schief geht, dann sind wir die Ersten, die ihre Produkte nicht mehr verkaufen können. Es ist ein ganz elementares Interesse für unseren Landkreis, dass wir in unserer Nachbarschaft, auch in unseren Exportchancen natürlich, dass wir da stabile Verhältnisse behalten. Aber es ist auch so, dass ganz ernsthaft diskutiert wird im Zuge der europäischen Schuldenkrise, ob es nicht so ist, dass nicht die schwächeren Länder das Problem sind, die zu wenig getan haben die letzten Jahre das Problem sind, sondern auch nicht vielleicht die starken Länder zu stark sind und dafür bestraft werden müssen und dafür schwächer gemacht werden müssen. Es wird sehr ernsthaft diskutiert, auf europäischer Ebene und auch in Teilen der Opposition, ob man nicht irgendwie gucken muss, dass Deutschland weniger exportiert, indem wir unsere Exporte teurer machen oder indem man für Exporte Strafe zahlen muss. Es gibt solche Ideen. Und man glaubt es ja kaum. Man glaubt es ja kaum, aber es gibt solche Ideen. Aus meiner Sicht übrigens nur am grünen Tisch, das ist ja pure Theorie. Denn warum exportieren wir viel? Nicht, weil wir hier beschließen, wir exportieren 70% unserer Produktion, das machen wir jetzt so. Sondern weil irgendwo in Frankreich, in den USA, in Südostasien Menschen sitzen, die unsere Produkte bestellen. Die sich anschauen, was gibt es auf dem Weltmarkt und was will ich haben und was bin ich bereit dafür zu zahlen. Und die dann zufälligerweise sagen, Mensch, wir bestellen was aus Deutschland oder vielleicht auch hier aus unserem Landkreis, aus unserer Region. Und so entstehen Exportüberschüsse. Und nicht dadurch, dass die Politik sagt, wir setzen jetzt drauf, dass wir irgendeinen bestimmten Prozentsatz exportieren. Und Eingriffe da rein, Eingriffe in dieses Marktgeschehen, sind, glaube ich, unheimlich teuer. Aber man kann sich ohne weiteres vorstellen, was hier los wäre, was hier passieren würde, bei 70% Exportquote, wenn man deutsche Exporte erschweren, besteuern, bestrafen oder teurer machen würde. Und das wird mit der FDP nicht zu machen sein. Das wird auch mit mir, wenn Sie mich wieder nach Berlin schicken, nicht zu machen sein. Da müssen wir aufpassen, ansonsten geht uns eine ganze Menge verloren. Natürlich gehört
zur Lebensqualität hier, nicht nur zur wirtschaftlichen Stärke, sondern allgemein zur Lebensqualität hier auch, dass wir eine funktionierende Infrastruktur haben. Und wir haben in den letzten Jahren hier schon einige, insbesondere Straßenprojekte, geschafft. Der Bund ist auch vor allem für die Straßen zuständig, aber das ist eben auch eine der Hauptaufgaben, die der Bund hat, die Infrastruktur in Schuss zu halten. Wir haben hier in der Gegend schon eine Menge geschafft, aber wir haben im Kreis auch durchaus noch einige Projekte offen, die in den nächsten Jahren anstehen. Da ist zum Beispiel der Lückenschluss B464, B295 bei Renningen. Sie kennen die Stelle. Sie kennen auch den Spruch, nichts ist so haltbar wie ein Provisorium. Ich möchte nicht, dass das Provisorium zum Dauerzustand wird, sondern ich möchte, dass dieser Abschnitt auch möglichst bald gebaut werden kann. Und wir haben im Bereich Gültingen-Sindelfingen die Problematik, dass die A81, eine der am stärksten befahrenen Autobahnen in ganz Deutschland, ein Nadelöhr ist, vierspurig ohne Standstreifen, das geht so auch nicht weiter, auch da wird investiert werden müssen. Und das ist gerade bei uns in der Region natürlich so, dass wir hier noch Nachholbedarf haben. Das ist nicht überall in Deutschland so. Aber hier in der Region kann man, glaube ich, an ganz vielen Stellen sehen, dass hier investiert werden muss. Und auch dafür werden wir uns einsetzen nach der Bundestagswahl. Die schwarz-gelbe Regierung hat übrigens schon in Zeiten, wo die Kassen knapp waren, war ja nicht unbedingt so, dass wir nicht auf den Haushalt aufpassen mussten, dass wir nicht so viel Geld ausgeben, aber wir haben trotzdem insgesamt 1,2 Milliarden Euro zusätzlich, mehr als geplant, in die Verkehrsinfrastruktur investiert. Auch Geld, das hier im Kreis angekommen ist, in der 81, da ist eine Menge reingeflossen. Aber das muss die nächsten Jahre so weitergehen. Wenn man nur guckt, oder wenn man alles so lässt, wie es ist, wenn man die Gelder für die Straßen da lässt, wo sie heute sind, und nicht weiter erhöht, dann werden wir allenfalls die Straßen, die wir haben, da halten können, wo sie sind. Dann können wir die nötigsten Reparaturen machen. Wenn wir weitere Ausbauprojekte haben wollen, wird man auch, wie wir es die letzten zwei Jahre gemacht haben, auch zusätzliches Geld in den Verkehrsbereich stecken müssen. Und da kann ich Ihnen auch nur sagen, schauen Sie sich an, welche Fraktion im Bundestag was will. Die Grünen beispielsweise, haben Jahr für Jahr beantragt, den Verkehrsbereich, den Bundesstraßen, den Bundesautobahnen jährlich über 250 Millionen Euro zu entziehen, rauszunehmen, weniger Geld auszugeben. Damit können Sie wahrscheinlich noch nicht mal den Bestand halten. Was Sie aber sicher nicht könnten, wenn das Wirklichkeit werden würde, wären neue Projekte anfangen. Und auch das muss man den Bürgern hier im Kreis ganz klar sagen. Diese Projekte, die Infrastruktur, die wir brauchen, weil wir ein verdichteter Lebensraum sind mit unheimlich vielen zugezogenen Menschen, mit neuen Wohn- und Gewerbegebieten, die bekommen wir nur, wenn die Grünen nicht an der nächsten Bundesregierung beteiligt sind. Die wollen die Straßen nicht, die wollen sie als Autofahrer nicht, die wollen sie umerziehen, deswegen wollen sie auch, dass sie im Stau stehen. Und dieser Ansatz ist für diese Region nicht geeignet. Wir wollen Straßen bauen, wir wollen auch das Geld dafür bereitstellen und das können Sie in 30 Tagen am 22. September wählen. Tun Sie es und reden Sie mit vielen Menschen auch über das Thema Verkehr. Und wir haben im Bereich Infrastruktur ein Problem zu lösen, das Kommunen wie den Bund gemeinsam betrifft und auch beschäftigt, das ist die Situation der Krankenhäuser. Das ist in Leonberg ein Thema, das ist auch in anderen Teilen des Kreises und in Baden-Württemberg ein Thema. Die Krankenhäuser leiden im Grunde darunter, unter anderem darunter, dass die Finanzierung über Jahrzehnte, nicht erst seit kurzem, sondern über Jahrzehnte nicht Schritt gehalten hat mit der Kostenentwicklung, die bei den Krankenhäusern stattgefunden hat. Wir haben aber auch beobachtet, und da sind heute auch nochmal neue Zahlen vom Gesundheitsministerium vorgelegt worden, dass auch bestimmte Operationen oder andere Behandlungen ziemlich stark, auffällig stark gewachsen sind. Ein Viertel mehr Operationen in Deutschland innerhalb von 6 Jahren. Also wir haben verschiedene Probleme im Bereich der Krankenhausfinanzierung, aber vor Ort herrscht an vielen Stellen auch im pflegerischen Bereich durchaus auch ein Mangel. Der erste Schritt, den wir gemacht haben, wir haben das Gesundheitsministerium ja vor 4 Jahren auch übernommen, ist, dass wir gesagt haben, in Zukunft kriegen die Krankenhäuser Geld, das sich stärker an den Kostensteigerungen orientiert als früher. Also es wird Jahr für Jahr etwas stärkere Erhöhungen geben, als das die letzten Jahrzehnte der Fall gewesen ist. Und wir haben als Notmaßnahme kurzfristig nochmal über 1 Milliarde Euro für den Krankenhaussektor bereitgestellt, davon gehen auch Geld hier in den Kreisbund. Natürlich gehört auch zur Vollständigkeit dazu, dass die Kommunen auch überzeugende medizinische Konzepte vorlegen müssen. Nur mehr Geld vom Bund, nur mehr Geld aus den Krankenkassen wird das Problem der Krankenhäuser nicht lösen. Es gehören zeitgemäße, überzeugende medizinische Konzepte dazu, die müssen auch vor Ort entwickelt werden. Aber wir haben als Aufgabe, und auch das ist was, was ich mir auch die letzten Monate schon vorgenommen habe, wo ich aktiv war, was ich aber auch die nächste Zeit machen möchte, natürlich haben wir die Aufgabe, auch die Finanzierung unseres Krankenhaussektors wieder auf eine tragfähige Grundlage zu stellen.
damit wir den Menschen eine wohnortnahe medizinische Versorgung auch in Zukunft anbieten können. Sie sehen, es gibt eine Menge zu tun. Wir haben einiges auf den Weg gebracht in den letzten Jahren. Sie sehen auch, egal ob Sie Wirtschaft nehmen, Familienunternehmen, Verkehrsinfrastruktur, Gesundheit, Krankenhäuser, Ehrenamt, das, was wir in Berlin machen, es betrifft Sie, es betrifft die Menschen in Leonberg und auch der Ausgang der Bundestagswahl betrifft Sie, betrifft uns in Leonberg und im Landkreis Böblingen. Und lieber Rainer Brüderle, wir wissen, die Bundestagswahl ist ein offenes Rennen. Wir haben die Chance, dass die Regierung, die Deutschland zu einem der erfolgreichsten Länder auf der Welt gemacht hat, dass Deutschland das bewundert wird, wo wir gefragt werden von vielen anderen auf der Welt, wie macht ihr das und was können wir vielleicht auch von euch lernen. Dass diese Regierung eine Chance hat, und viele hätten das vor einem Jahr nie für möglich gehalten, dass diese Regierung eine Chance hat, bestätigt zu werden, wenn sie die Bürger davon überzeugt, dass sie seriöse Konzepte hat, dass sie bereit ist, auch die notwendigen Dinge zu tun. Und natürlich ist es auch so, dass wir da in den nächsten Wochen noch für lernen müssen. Aber wir wissen auch, ohne uns im Südwesten, unsere Freunde aus Rheinland-Pfalz, die man zumindest auf der Straße auch noch erreichen kann, der Schiene nicht immer so leicht, aber das kriegt man vielleicht auch wieder geregelt. Falls ihr gar nicht mehr nach Hause kommt, können wir euch auch Unterschlupf bieten. Die Zelte am Stuttgarter Hauptbahnhof sind leider nicht mehr da, aber wir würden das organisiert kriegen. Aber wir wissen, ohne uns im Südwesten, ohne die Hochburgen der FDP, wird es eine solche Fortsetzung der schwarz-gelben Regierung nicht geben. Das muss man ganz klar sagen. Es kommt darauf an, dass wir hier vor Ort erfolgreich sind, dass wir hier, wo wir immer stark waren, auch wieder unseren Beitrag leisten dafür, dass die FDP stark in den Bundestag kommt, dass die Koalition fortgesetzt werden kann, dass Politik für die Mitte in unserem Land gemacht werden kann. Darum bitte ich Sie, schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank.